Mein Name ist Uwe Haug, ich bin 54 Jahre alt und ich habe Depressionen. Ein Spieleabend. Gemeinsame, unbeschwerte Zeit. Für Familie Haug ist das etwas ganz Besonderes. Denn Vater Uwe kämpft seit Jahren mit Depressionen. Seine Krankheitsgeschichte beginnt in der Kindheit. Als der Vater schwer krank wird und gepflegt werden muss, übernimmt der 12-Jährige Verantwortung. Und daraus ist dann diese ganze Kette entstanden, dass ich halt eben dann deswegen stiller wurde. Ich muss funktionieren, es muss ja alles klappen, weil mein Vater ist ja krank, dem muss man ja helfen. Und deswegen will ich bei allem immer die Kontrolle behalten. Und wenn ich in Situationen bin, wo ich keine Kontrolle halten kann, dann ist auch das Risiko groß, dann abzustürzen. Immer alles gut und richtig machen. Das versucht er später auch bei der Arbeit als Programmierer. Ich habe dann halt beschlossen, das Einzige, was ich machen kann, ist immer besser zu werden. Und das war dann mein Lösungsweg. Ich habe dann Projekte angenommen, die ich vielleicht hätte auch mal auslassen sollen. Ich habe immer mehr gemacht. Zum Schluss habe ich nachts davon Programmierung geträumt. Der Dauerstress verändert Uwe Haug. Seine Frau Sibylle kommt nicht an ihn ran. Bei Uwe gab es ja nie ein Problem. Wenn ich ihn gefragt habe, ist irgendwas? Es gab ja nie ein Problem. Es war immer alles gut. Aber die Situation war ja nie gut. Es war immer diese Spannung, er war immer leicht gereizt und er hat sich auch immer mehr zurückgezogen. Der Druck wächst, als sein Arbeitgeber ihn auffordert, eine Therapie zu machen. Ich glaube, das Problem bei der Therapie, die ich da angefangen habe, war, dass ich da noch nicht wirklich damit leben konnte, mit dieser Idee, ich habe Depressionen. Also das ist so ein typisches Klischee-Mann-Verhalten. Man hat sowas nicht. Und so verschlechtert sich Uwe Haugs Zustand weiter. Seine Frau Sibylle fühlt sich machtlos. Er kam jeden Abend eigentlich mit dem Nervenzusammenbruch nach Hause. Und ich habe ihm gesagt, er muss sich krankschreiben lassen. Das ging aber nicht, weil er kann ja nicht versagen. Das geht ja nicht. Und also ich habe gemerkt, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Als Uwe Haug am absoluten Tiefpunkt seiner Depression ankommt, hat er Suizidgedanken. Einen Suizidversuch überlebt er. So wie Uwe Haug leiden in Deutschland über 5 Millionen Erwachsene unter Depressionen. Im Laufe des Lebens ist jede fünfte Person mindestens einmal von dieser Krankheit betroffen. Bei Frauen wird sie doppelt so häufig diagnostiziert wie bei Männern. Auch sie kämpft seit ihrer Jugend mit Depressionen. Die erfolgreiche Moderatorin Kathi Hummels. Mit 15 hat es so langsam angefangen, dass ich mich halt nicht mehr mochte. Also ich habe dann angefangen, viel gesünder zu essen, war halt wirklich auch nicht mehr viel und habe versucht, dadurch halt so eine Art Traurigkeit, die sich immer mehr eingeschlichen hat, zu kompensieren. Irgendwie, ja, ich habe versucht, ein Ventil zu finden. Auslöser für ihre Traurigkeit ist der plötzliche Tod des geliebten Opas. Der war einfach nicht mehr da und das habe ich nicht verkraftet. Und das war schon der Grund, glaube ich, warum ich ein sehr trauriges Mädchen war. Mit 21 erlebt Kathi Hummels dann ihre erste Panikattacke und realisiert, wie schlecht es ihr wirklich geht. Mir war auch mein eigenes Leben egal. Also es gab ja wirklich Tage, da habe ich mir gedacht, ja, wenn das Auto dich jetzt überfährt, ist es auch wurscht. Es wurde halt immer schlimmer, diese Gleichgültigkeit wurde immer schlimmer und dieses Gefühl immer stärker, dass ich angefangen habe, weil ich bin sehr lösungsorientiert, mit Menschen zu reden. Und dann haben die auch gesagt, geh mal zum Arzt, das stimmt doch was nicht. Nach unzähligen Gesprächen dann die Diagnose. Depression. Für Kathi Hummels eine Erleichterung. Mit Hilfe von Medikamenten und einer Therapie findet sie zurück in ein glückliches Leben. Es ist ein langer Weg, aber man muss anfangen. Man muss sagen, ich arbeite an mir, ich arbeite an meiner Seele und ich investiere jetzt diese Zeit. Ich habe halt gemerkt, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich echt noch nie so glücklich war. Auch Uwe Haug ist es gelungen, mit Hilfe von Therapie und Medikamenten mit seiner Depression umzugehen. Heute schaut er mit einem ganz anderen Blick auf sein Leben. Vorher war alles nur dann was wert, wenn es finanziell Familie unterstützt, wenn man damit irgendwas erreichen kann. Heute finde ich auch Dinge schön, die einfach schön sind. Es sind so Kleinigkeiten, wo ich merke, da hat sich was gedreht, dass ich überhaupt wieder was, ich empfinde wieder was.